Darf ich vorstellen? Père Paul, eigentlich Paul-Antoine Graff, Betreiber einer Pension und eines angeschlossenen, sehr bekannten Restaurants, vor allem die Galette, der berühmte Kuchen, ist seine Spezialität. Dafür wird er ganz herausragend geschätzt, dieser Père Paul. 1882 malt Oscar-Claude Monet Père Paul, nachdem er mehrere Monate in Pourvi am Ärmelkanal weilt, um dort en plein air zu malen. Plein air, eine neue Idee. Was bedeutet das? Monet verlässt das Atelier, malt nicht mehr unter Kunstlicht, sondern er stellt sich mit seiner Staffelei, mit der Palette, mit den Farben, mitten hinein in die Landschaft, um diese so rasch, so flüchtig, so skizzenhaft, wie nur irgend möglich festzuhalten. Den Moment, den Augenblick, die Witterungssituation eines solchen wird von ihm mit schnellen, hingeschleuderten Pinselstrichen, mit einem von Dynamik getragenen Duktus festgehalten. Nun, das Erstaunliche, wenn wir uns dieses verinnerlichte, etwas gütig anmutende Gesicht des Paul-Antoine Graff näher ansehen, als handelte es sich um eine Landschaft, wird dieses Gesicht von Oscar-Claude Monet vor unserem Auge entwickelt und gezeigt mit fast skizzenhaften, als handelte es sich um eine Studie entwickelten Pinselstrichen, ein Duktus, der von dieser raschen, neuen Technik und Möglichkeit, die Welt zu sehen, getragen ist. Nun, genau dieses wird Monet scharfe Kritik einhandeln, als er eines seiner ikonischen Werke in Paris darstellt, nämlich ein Zug, der schmauchend durch die Landschaft fährt, so flüchtig, kaum festzuhalten. Ein Kritiker wird sagen, das ist bestenfalls ein Eindruck von einem Bild, aber kein ausformuliertes, fertiges Ölgemälde. L'impression. Nichts sonst. Der kluge, in Sachen Marketing und Kommunikation durchaus talentierte Oscar-Claude Monet wird diese Kritik auffangen und sagen, er hat recht. Es ist ein Eindruck, den ich da festgehalten habe. L'impression. Und wird damit eine neue Kunstrichtung, eine neue Idee, die sich in die Kunstgeschichte einschreiben wird, mit einem Schmähbegriff benennen. So flüchtig und unmittelbar wie Père Paul, dieser Koch, dieser Leidenschaftliche, der mit seiner Galette legendär wird, hingeworfen ist mit schnellen, unmittelbaren Pinselstrichen, wird Oscar-Claude Monet die Kunstgeschichte neu schreiben. Es gibt übrigens ein Pendant zu diesem Porträt, nämlich Mère Paul, die Gemahlin, die Gattin des hier als Koch abgebildeten Mannes mit ihrem Mischlingshund am Schoß, im selben Format heute in den Vereinigten Staaten in einem Kunstmuseum zu bewundern. Ein vielleicht ungewöhnliches Bild für Monets Œuvre, das so wichtige Impulse für die Künstlerinnen und Künstler des Fin de Siècle bedeutete. Ein Bild, das abweicht von dem, was wir im ersten Moment mit Oscar-Claude Monet in Verbindung bringen, nämlich nebulöse Darstellungen, den Cambridge Bridge in London, der Garten in Giverny, der in allen Jahreszeiten in voller Blüte und im Absterben der Natur nebulös dargestellt wird. Dieses Porträt mit derselben Unmittelbarkeit und Flüchtigkeit eines neuen Striches und einer neuen Idee in der Kunst ist umso interessanter und spannender. Nutzen Sie die Aura des Originals. Wir freuen uns, wenn wir Sie im Belvedere willkommen heißen dürfen.